letzten zwei Wochen zwischen Ende Juni und Juli, da gab es wirklich sehr viel zu tun. Also das Wetter mit dem ganzen Regen, Gewitter, dann wieder Sonnenschein. Alles ist in die Höhe gewachsen. Das ist, freut mich natürlich sehr. Die Tomaten wachsen, die Melonen wachsen, die Gurken wachsen, die Zucchinis, Bohnen. Alles ist in voller Blüte. Allerdings, der kleine Nebeneffekt, weil es so feucht war, ich muss mich um die Schnecken kümmern. Dann muss ich natürlich auch aufpassen, weil ein paar meiner Kartoffeln die Braunfäule bekommen haben, musste ich die Blätter wegmachen. Natürlich wächst das Beikraut richtig stark heran, also stärker als die meisten Kulturpflanzen. Und da muss ich auch die ganze Zeit entfernen, damit meine anderen Pflanzen, die ich ja natürlich im Beet haben möchte, eine Chance haben. Und dann findet noch dieses, ja, normale Ernten statt von den ganzen Kulturpflanzen, also wie Kohl, Blumenkohl, Bohnen, auch die ersten Zucchinis sowie Gurken, all das. Und diese letzten Wochen, die waren sehr, sehr hart für mich, vor allem weil ich noch Boden aufbereiten möchte. Und ja, ich möchte euch einfach mal so ein kleines Update in dem Video geben. Und da gehen wir doch jetzt einfach mal auf die Terrasse, denn da ist es schön ruhig und windstill. Und da kann ich euch ein bisschen was erzählen, was hier so im Garten alles passiert ist. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt und hier jetzt wieder an der gewohnten Stelle an der Terrasse, wo ich einfach mal ein bisschen erzähle, was so im Garten alles passiert ist. Hat einfach den Grund, weil es hier draußen oben auf den Beeten ziemlich windig ist, dann hat man den Wind in den im Hintergrund. Und nachmittags sind halt hier auch viele Kinder, Hunde bellen auch ab und zu mal. Hört man auch ab und zu in meinen Videos. Und unten bauen sie halt gerade gegenüber von mir ein neues Haus. Da ist es sehr laut, die sind gerade am Arbeiten. Und aus dem Grund mache ich es halt jetzt hier auf der Terrasse. Es ist schön windgeschützt und ich blende einfach mal so ein paar Ausschnitte für euch immer ein, wie die ganzen Kulturen momentan wachsen. Und die letzten zwei Wochen waren sehr anstrengend für mich. Also es hat bis wärmer geworden, so an die 30 Grad, aber dann gab es auch immer mal wieder Gewitter am Abend oder es gab wirklich mal Tage, wo es dann wieder stark runtergekühlt hat, hat halt sehr viel die Pflanzen auch strapaziert. Natürlich sind die auch viel in Wachstum gegangen. Natürlich hatte ich auch dann wieder mit Schnecken viel zu tun gehabt. Also die Arbeit, also die letzten zwei Wochen, da gab es immer irgendwas im Garten zu tun und manchmal wusste ich gar nicht, was ich am Tag alles machen möchte, weil ich natürlich auch andere Sachen umsetzen möchte, wie zum Beispiel Totholzhaufen aufbauen, Steinecken, ein paar Aussaaten, da Experimente machen, so Stichwort Elektrokultur. Übe ich mich da ein bisschen, tue auch ein paar Baumpflanzen ja mit aussehen und ja, fangen wir einfach an, so im Garten, was, wie sich es einfach alles entwickelt hat. Jetzt hier zum Beispiel im Garten meiner Eltern, was man jetzt so sagen kann, ist, dass die Melonen auf dem Hügelbeet jetzt wirklich angewachsen sind. Die wachsen, fangen jetzt an runter zu wachsen, zu klettern. Manche bilden auch schon die ersten Blüten. Freut mich auch wirklich sehr, dass die es jetzt auch sehr gut überstanden haben. Direkt aus Saaten haben es auch sogar geschafft, was mich auch wirklich freut. Und sonst, was man auch noch auf den Hügelbeeten sehen kann, ernte ich halt regelmäßig Salat. Beernte den halt so, dass ich den auch in die Blüte schießen lasse. Also ich zupfe da mir Blätter ab und dann lasse ich ihn halt einfach schießen. Und nehme dann einfach Samen, haben dann auch wieder die Insekten was davon. Und das ist einfach die beste Möglichkeit, wo ich am längsten was von dem Salat habe. Und natürlich auch meine Mitwelt, die Insekten, ist immer schön anzusehen. Und sonst wächst auch natürlich der Knollenfenchel. Wirklich, jetzt hat er auch einen Wachstumsschub bekommen, bilden sich zum Teil wirklich schöne Knollen. Manche sind auch schon frühzeitig in die Blüte gegangen, wahrscheinlich weil sie zu direkt in der Sonne gestanden sind. Was ich auch gemacht habe, so testesweise halber, dass ich eine Feuerbohne von meinem Vater, die jetzt auch hier so an der Wand ranken und so einen kleinen
Wind- und Schattenschutz bieten. Die haben auch einen super Wachstumsschub bekommen. Ich habe eine ins Beet reingesetzt, ins Hügelbeet. Was ich aber auch gemacht habe, ist, dass ich sie da bei Sonnenblumen platziert habe. Ich habe ja auch im Hügelbeet Sonnenblumen. Und das habe ich ja deshalb einfach gemacht, weil die Sonnenblumen so 2 Meter groß werden und da sollen sie hochranken und es hat halt funktioniert. Habe ich ja damals bei meinem Freund hier, wo ich ihm beim Feld ausgeholfen habe, der hat auch diese Mischkultur gemacht, einfach diese Rankhilfe, diese natürliche mit Sonnenblumen, hat er auch damals ausprobiert mit Stangenbohnen oder Meterbohnen und das habe ich jetzt auch mit den Feuerbohnen gemacht und ja, es freut mich einfach, dass es funktioniert und die Bohne da wirklich entlang wächst. Sonst, was ich auch auf dem Hügelbeet gemacht habe, Sellerie wächst langsam aber stetig an. Den ersten Blumenkohl, Brokkoli durfte ich auch schon ernten. Auch Kohlrabi, natürlich auch weitergegeben an meine Mutter zum Beispiel, also meine Familie, weil ich ja sowas eigentlich mehr oder weniger nicht esse. Aber ich bin auch sehr froh und dankbar, dass es halt Leute gibt, die regelmäßig mein Obst und Gemüse annehmen, die diesen wunderbaren Blumenkohl, Brokkoli, Kopfkohl, Spitzkohl, die ganzen Kohlsorten. Oder wenn bei mir was übrig bleibt, wie zum Beispiel Zucchini, auch Kartoffeln oder Radieschen, dass die mir einfach abnehmen und so auch wirklich das Projekt für mich unterstützen. Und wir einfach, ja, ich ihnen auch mein gesundes Gemüse auch zum Teil, ja, weitergeben darf. Freut mich wirklich sehr und bevor es dann eingeht oder die Schnecken dann zu viel haben, das freut mich halt auch wirklich, dass dann wirklich die Leute das auch annehmen, obwohl die Sachen Fraßstellen haben. Dann Stichwort Wachstum und natürlich auch Melonen. Bei mir hier oben in dem Hochbeet, da sind die Melonen noch weiter, die ranken schon wie wild, also die haben dann schon im Hochbeet alles bedeckt und wollen auch schon zum Teil rauswachsen. Also da ist es wirklich schön warm. Sind ja natürlich auch erhöht, haben auch gute Bedingungen zum Wachsen. Und da merkt man auch schon, dass sie da wirklich einen richtigen Schub bei dem Wetter bekommen haben. Und wie gesagt, ich freue mich so richtig auf Melonen. Also gibt wirklich nichts Schöneres als saftige Melonen. Weil die zum Teil im Supermarkt, die sind ja auch wirklich früh geerntet, wasserhaltig und die schmecken überhaupt nicht. Also manchmal sind da wirklich welche dabei, wo ich mir denke, kann man sowas nur essen. Und wirklich eigene Melonen, boah, das ist dann schon wirklich, das ist ein Traum. Und ja, ich liebe es einfach, ich liebe es einfach. Und mache mir halt auch immer wieder die Aufgabe und die Strapazen, auch wirklich die Melonen zu pflegen. Ist aber wirklich eine schöne Arbeit. Unten auf dem Feld sind auch schon die ersten Direktaussaaten mit aufgegangen. Und im Folientunnel gibt es schon die ersten Früchtchen. Und das ist auch wirklich wunderbar. Da habe ich auch schon so etwas zum Unterlegen reingesetzt, damit das Fenster schon mal anfängt, ja, etwas feuchter zu werden, damit die Früchte nicht schimmeln. Und sonst lasse ich sie halt auch an dem Gerüst hochwachsen, so wie sie es wollen. Da tue ich nicht zu sehr sie rumschütteln, weil das mögen die Melonen eher weniger. Hatte auch schon mal das Problem, dass ich die mal das Beikraut bei denen zu nah entfernt habe. Und dann ist eine Melone eingegangen, weil ich die Wurzel beschädigt habe. Also die sind wirklich sehr empfindlich. Solltet ihr immer wieder drauf aufpassen. We'll be right back.
Stichwort Ernten ist wirklich gut. Also ich habe jetzt auch die letzten Tage wieder mal Gurken ernten dürfen. Also auch schon seit einer Woche ernte ich jeden Tag Gurken. Unten im Tunnel auch hier hinter mir wachsen die Gurken auch ziemlich gut an ein Netz entlang. War auch wieder das Problem mit den feuchten Tagen, dass die halt es nicht ganz so luftdicht hatten und sich Mehltau gebildet hat. Da habe ich in der Früh, das ist für mich halt wichtig, in der Früh, damit halt der Wunde wieder abtrocknet, dass der Mehltau sich nicht weiter verbreitet, habe ich die Blätter weggemacht und ein bisschen ausgelichtet, dass sich das nicht zu sehr verbreitet. Aber wenn jetzt mal wirklich warme Nächte kommen, warme Tage und es trocken bleibt, dann dürfte es eigentlich kein Problem sein. Dann wachsen die ziemlich gut an und bescheren mir dann weiter noch weitere Gurken, die wirklich auch unbeschreiblich sind. Und da freue ich mich jedes Mal am Abend wirklich in saftige Gurken zu essen. Und auch durfte ich schon die ersten Tomaten ernten. Also ich durfte zum Beispiel die First in the Field Busch Tomate probieren. Das ist eine Busch Tomate. Dann die Cherokee Lime Stripes habe ich schon geerntet. Und die Dattelwein, das waren so 3, 4, 5 Tomaten, die ich schon ernten durfte. Und die waren wirklich unbeschreiblich süß. Also das war einfach nur ein Traum. Und es ist einfach unvorstellbar, wenn man wirklich die Arbeit dann, die man die Monate reingesteckt hat, dann wirklich mal von Tomaten schmeckt. Also so richtig schöne, vollreife Tomaten, frisch von der Pflanze. Ich habe da auch schon Samen genommen. Dieses Jahr habe ich die versucht mit dem Gärungsprozess zu machen. Da habe ich sie in so einem Einmachglas reingelegt, Wasser rein und die Samen dort so ein bisschen Art fermentieren lassen, damit es dann ziemlich einfach geht, weil letztes Jahr habe ich das mit Krepppapier gemacht, also mit Küchenpapier, und das war sehr mühselig. Was ich auch sagen darf, ist, dass im Gewächshaus schon die erste große Fleischtomate am Reifen ist, die ich schon die nächsten beiden Tage wahrscheinlich auch schon ernten darf. Das ist eine Sorte von meinem Vater, also die Familiensorte, und die reift, ist wahrscheinlich eine frühe Sorte. Ich weiß nicht, woher sie hat, aber das ist wirklich eine wunderbare, schmackhafte Tomate. Hat nicht so viele Samen leider, aber ich freue mich dann, die beernten zu dürfen. Und sonst haben schon alle Tomaten Früchte, also alle kommen sie Früchte. Da tue ich auch jeden Tag ausgeizen. Gestern habe ich mit meinem Vater zum Beispiel gegossen im Tunnel, damit die Tomaten nochmal einen Wachstumsschub bekommen haben. Hier im Kübel habe ich auch schon die ersten Tomaten ernten dürfen. Und da geizen wir auch aus, entfernen die Blätter. Da gibt es immer irgendwas zu tun, und das freut mich dann wirklich sehr. Genauso wie die ersten Paprikas und Chilis durfte ich ernten. Wie gesagt, die Cheyenne Yellow eine durfte ich ernten, Purple Tiger und die Ciruela Sella. Auch die Paprika-Schokolade durfte ich auch mal ernten. Also da fängt es auch schon langsam an. Die Auberginen bilden dort auch schon ihre ersten Früchtchen. Und wenn man dann auch weiter rausgeht in die Kulturen, dann wächst auch alles heran. Radieschen, so riesenweiße Rettiche habe ich auch rausgesät. Habe ich schon mal früher rausgezogen zum Vereinzeln. Und sonst wachsen auch die Zucchinis an, Bohnen, Erbsen ernte ich regelmäßig, und die Kartoffeln wachsen auch schon ziemlich gut heran. Auch hier hatte ich das Problem ja mit den Kartoffelkäfern, hat sich jetzt so ziemlich gelöst. Also mir wurde auch gesagt, dass das die heidnische Feldwespe ist, die die Kartoffelkäfer gefressen haben, und die haben wirklich sehr viele, also fast alle Kartoffelkäfer weggefressen, wo ich mir sage, da musste ich nicht mehr viel machen. Also ich sehe jetzt nur vereinzelt ein paar Kartoffelkäfer, und da hat mir jetzt wirklich die Wespe geholfen, ja, das Problem zu lösen. Muss aber allerdings sagen, dass ein paar Pflanzen braunfäule hatten, weil es halt so feucht und regnerisch war, habe ich halt die Blätter ein bisschen weggerissen. Also damit die halt wieder neue Triebe ranwachsen. Aber sonst von den Kartoffeln her wächst alles gut heran. Auch die Süßkartoffel habe ich jetzt in den Garten rausgestellt, weil die natürlich sehr viel Blattwerk
entwickeln wird. Und hier auf der Terrasse wird dann alles zubuchen. Deswegen habe ich sie rausgestellt in den Garten. Und der geht es auch gut, genauso wie der Kurkuma. Den gieße ich auch regelmäßig. Und sonst erfreue ich mich einfach immer an die Blütenvielfalt bei der Phacelia, bei dem Borage, bei den Kornblumen, bei der Wildblumenwiese, bei dem Mohn. Bunte Vielfalt, verschiedene Blumen in Rot, Gelb, Ringelblumen, alles ist dabei und da erfreue ich mich einfach jeden Tag. Auch der Lavendel fängt an zu blühen und es kommen immer mehr Insekten. Das sind einfach solche Augenblicke für mich, die mir einfach Kraft und Hoffnung spenden, Freude natürlich auch und Energie, weil natürlich ich auch im Schrebergarten zum Beispiel das Problem natürlich auch wieder mit Schnecken habe und meine Indianerbananen werden ein bisschen angefressen, aber die kommen da schon wieder. Aber das Hauptproblem, was mich dann sehr bestürzt hat, war vor einer Woche am Sonntag, habe ich die gute sibirische Kiwi hier, habe ich am Boden aufgefunden, wirklich so vertrocknet. Also ich habe mal ein Video gezeigt, wo die wirklich sehr viel Masse hatte, also viel mehr Blattwerk und es der auch gut geht. Eine Wühlmaus hat die bis auf so tief die Wurzeln runtergefressen, habe sie rechtzeitig noch entdeckt. Wie ihr hier sehen könnt, bildet sich schon neue Austriebe. Sie erholt sich langsam, das freut mich. Lass jetzt hier noch mal ein bisschen im Kübeln sich erholen. Habe auch hier, weil ich das Stichwort Elektrokultur angesprochen habe, auch mal Alufolie um den Stamm gewickelt. Ich habe halt gelesen, dass die Alufolie die Herzwellen in Skalarwellen umwandelt und das zum Beispiel das Wurzelwachstum auch wieder anregt und auch beschädigte Bäume wieder zum kräftigeren Wachstum verleiten will. Die habe ich auch die letzten Tage rangemacht, habe ich auch bei mehreren Bäumen umwickelt und habe halt festgestellt, dass sie sich dann wirklich schneller erholen und das habe ich jetzt auch mit ihr vor. Ihr geht es jetzt momentan ziemlich gut. Und das freut mich wirklich sehr. Weitere Tätigkeiten, die ich jetzt auch so vorgenommen habe, ist jetzt zum Beispiel den Johannisbeer hinter mir habe ich ein bisschen zurückgeschnitten und auch die Himbeere an der anderen Seite vom Garten. Habe ich einfach aus dem Grund gemacht, weil jetzt schon die Ernte vorbei ist und ich habe mir jetzt auch schon die ersten Stecklinge gesetzt. Von den Johannisbeeren habe ich mir ein paar neue Stecklinge gemacht, auch von den Weintrauben. Da habe ich mal, weil die halt schon ihre ersten Früchte bilden, habe ich die ein bisschen zurückgeschnitten. Die Blätter entfernt, damit halt mehr Kraft in die Früchte hineingeht. Und auch von der Felsenbeere, die an der Wildblumenwiese wächst, habe ich mir auch ein paar Stecklinge gemacht. Und auch von der Goji-Beere, hoffentlich wurzeln die an, damit ich weitere Beerensträucher und Kulturpflanzen vermehren kann. Kann man auch mit Feigen machen, aber die sind dann noch nicht so weit, da muss ich noch mal ein bisschen schauen und warten. Das sind jetzt alles die kleinen Momenteindrücke Anfang Juli. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen, was ihr jetzt zum Beispiel im Garten alles zu tun habt. Würde mich sehr interessieren, was ihr auch zum Beispiel erntet oder welche Probleme ihr auch habt. Und sonst würde ich mich auch freuen, wenn ihr den Kanal kostenlos abonnieren würdet und auch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und natürlich dürft ihr auch Freunden, Bekannten und Familie von mir und meinem Projekt erzählen, damit immer mehr Menschen auf mich aufmerksam werden und auch einfach diverse Unterstützung mir anbieten können, damit der Kanal wächst. Und weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung und auch auf meiner Webseite. Einfach damit ich weiterhin das Projekt für euch am Laufen halten kann und natürlich weiterhin für euch Videos produzieren kann und euch immer wieder mitnehmen darf, wie sich hier so im Garten alles entwickelt. In diesem Sinne wünsche ich euch wunderbare und entspannte Sommertage, viel Spaß im Garten und genießt einfach die wunderbare Zeit. Wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao. So, als kleiner Abspann nach dem Video möchte ich einfach heute mal bei dem Videodreh meine heutige Ernte euch zeigen.
Also hier habe ich zum Beispiel ein paar grün gestreifte Zucchinis, wie immer. Sind jetzt unten auf dem Feld und der auf dem Kompost ist jetzt der erste. Natürlich auch hier im gelben. Sind alles Sorten, echt. Also auch die Zucchinis, auch die gelben, das findet man nicht so häufig. Dann natürlich, wie ihr hier sehen könnt, sehr viele Gurken, alle aus dem Tunnel. Und natürlich auch hier so eine Riesengurke, über die freue ich mich auch. Das ist eine schön saftige Salatgurke. Sind auch alle samenfest vom eigenen Saatgut, habe ich die genommen, weil ich da wirklich darauf achte, dass ich da wirklich keine Hybridsamen nehme. Und natürlich auch wieder die ersten Tomaten, wie zum Beispiel hier. Das ist die Polarlicht. Die ist jetzt noch ein bisschen klein, aber die gefällt mir, weil die halt so rot gestreift ist. Und bei den anderen zwei kleinen weiß ich nicht, was das für eine Sorte ist. Und das ist halt jetzt, die ist dann doch reif geworden. Das ist jetzt hier die Familiensorte von meinem, ja, ist die Familiensorte, die mein Vater jedes Jahr anbaut. Und die bilden wirklich schöne Samen. Ich werde dann später hier ein paar Samen reintun und die fermentieren lassen. Mache ich dann später mit euch, oder weil ich auf Lebensmittelkombinationen achte, werde ich zuerst die Gurken verzehren und dann die Tomaten. So, jetzt habe ich euch ein bisschen näher rangeholt und jetzt werde ich mal hier die Tomate ein bisschen aufschneiden. Kannst du sie auch von innen begutachten. So schaut die ungefähr aus. Schön saftig. Und da werde ich jetzt zuerst diese Samen hier ins Glas reinfüllen. Das habe ich in einem Video gesehen von der Eifeltomate. Letzte Woche, glaube ich, am Wochenende. Da hat sie so das fermentiert bzw. gären lassen, die Samen. Und das finde ich halt eine bessere Methode als mit den Tüchern. Dann tue ich da einfach noch mal ein bisschen Wasser rein und das war's. Also viele Samen hat die Familiensorte jetzt nicht. Die hat jetzt hier nur an der Seite, hat sie halt nur diese Samen, sind vielleicht so 10. Okay, das sind doch ein bisschen mehr. Aber es gibt halt Tomatensorten, die haben um einiges mehr, auch solche Fleischtomaten, aber schon diese riesen Tomate jetzt schon zu ernten, Anfang Juli, ist schon ein Traum. So, einfach hier ein bisschen umkratzen und das war's. Dann einmal kurz reinbeißen. Ein Traum, saftig und süß. Also die ist wirklich süß und ich sag nur, die ist wunderbar. So viel jetzt zu den Outtakes. Jetzt verabschiede ich mich wirklich und sind in der nächsten Episode, weil jetzt noch genüsslich weiter essen.